Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen im Kapitel, wie das Buch zu lesen ist, im Abschnitt, wie wir Medikamente auswählen. Das ist auf der Seite 6 unten und auf der Seite 7. Das Buch ist zweispaltig geschrieben worden an der Stelle. Ich glaube, es ist grundsätzlich zweispaltig. So. Wie wir Medikamente auswählen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Wie wir Medikamente auswählen, je nachdem, ob Arzneimittel nur auf Rezept von einem Arzt oder rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind, unterscheidet sich die Vorgehensweise bei der Auswahl der Produkte. Für rezeptfreie Präparate wird ein Expertenkreis von Medizinern und Pharmazeuten, der der Stiftung Warentest beraten, zur Seite steht, um Einschätzung gebeten. Sie benennen Produktgruppen, die in der Selbstmedikation erfahrungsgemäß eine große Rolle spielen. Für diese Gruppe werden die am häufigsten verkauften Produkte zusammengestellt. In die Bewertung werden neben Arzneimitteln auch Medizinprodukte aufgenommen, wenn sie in der jeweiligen Produktgruppe eine relativ große Bedeutung haben. Medizinprodukte wirken eher am Körper, nicht wie Arzneimittel im Körper, wie etwa Nasenspray mit salzhaltiger Lösung. Ein Marktforschungsunternehmen ermittelt im Auftrag der Stiftung Warentest den Umsatz für diese Mittel. Diese Markterhebung wird regelmäßig wiederholt. Die letzte Auswertung umfasste Menge und Art der von Januar bis Dezember 2012 rezeptfrei verkauften Produkte. Das ist dann auch schon 5 Jahre her bei Erscheinen des Buches. So. Aus der Auswahl werden jeweils die Präparate besprochen und bewertet, die innerhalb ihrer Gruppe einen festgelegten Marktanteil in den Packungsverkäufen hatten. Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten finden Sie vornehmlich Mittel, die im Arzneiverordnungsreport AVR genannt sind. Dieser jährlich erscheinende Report beruht auf Daten der gesetzlichen Krankenkassen und er enthält nur solche Arzneimittel, die in Deutschland zu Lasten dieser Kassen verordnet wurden. Dabei handelt es sich in erster Linie um rezeptpflichtige Medikamente. Rezeptfreie Produkte sind nur insoweit enthalten, als sie für Kinder oder nach einer Ausnahmeliste mit Wirkstoffen, die als Therapiestandard zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen gelten, noch verschrieben werden dürfen. So muss ich mir nochmal durchlesen. Dabei handelt es sich in erster Linie um rezeptpflichtige Medikamente. Rezeptfreie Produkte sind nur insoweit enthalten, als sie für Kinder oder nach einer Ausnahmeliste mit Wirkstoffen, die als Therapiestandard zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen gelten, noch verschrieben werden dürfen. Auch die im AVR zusammengestellten Medikamente können wegen ihrer Vielzahl nicht vollständig bewertet werden. Auf der Grundlage des AVR 2005 wurden die 2500 meist verordneten Arzneimittel aufgenommen. In den Folgejahren wurden jeweils weitere Medikamente bewertet, wenn sie laut aktuellem AVR zu den 2000 meist verordneten Arzneimitteln zählten. Sowohl für rezeptfreie als auch für rezeptpflichtige Medikamente gilt: Präparate, die nach neueren Marktanalysen nicht mehr zu den meistverordneten Mitteln gehören, bleiben weiterhin in der Datenbank Medikamente im Test erhalten, damit die Informationen über diese Produkte weiter zur Verfügung stehen.
Voraussetzung ist, dass die Mittel noch im Handel sind. Die Bewertung aller Medikamente werden nach festgelegten Grundsätzen kontinuierlich auf den aktuellen Stand gehalten und, wenn nötig, möglichst rasch den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis angepasst. Stand der Bewertung der Medikamente und Wirkstoffe in diesem Buch 1. Januar 2017. Danach hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis das erschienen ist. So, es geht weiter mit wie bewerten. Tschüss.